Die Aufzeichnung läuft und ich begrüße euch alle herzlich zum Webinar heute Abend Familienfunktionen unter Android und iOS. Neben mir sitzt mein Freund Malte Poppe. Ja, wir kennen uns schon seit sehr, sehr langer Zeit und es hat sich in den, ich sag mal, unserer Smartphone-Nutzungsgeschichte so herauskristallisiert, dass ich mehr auf der Apple-Schiene gelandet bin und Malte in seiner Familie komplett auf Genau, Android. genau. Genau, deswegen haben wir gesagt, das passt heute dann auch sehr schön. Es soll ja um die Funktion, Familienfunktionen auch gehen, die diese Betriebssysteme mit sich bringen. Das heute ist eine Kooperationsveranstaltung und zwar mit Digi4 Family und deswegen ist auch der David hier. Neben mir quasi im Bild. David, ich begrüße dich erstmal in Salzburg. Hallo. Ja, hallo Tobias, Malte und Hallo. alle anderen, die hier dabei sind. Ich freue mich sehr, dass das heute in Kooperation stattfinden kann und wir jetzt also auch Teilnehmende aus Österreich nach Hessen oder nein, Teilnehmende aus Hessen in Österreich sind. Das kann man gar nicht so genau sagen. Aber ja, schöne Runde hat sich hier ergeben. Ja, wunderbar. Und der David, der wird heute Abend so ein bisschen die Gesprächsführung und Moderation auch mit übernehmen. Das heißt, wir haben natürlich inputmäßig eine ganze Menge mitgebracht. Wir zeigen nachher an verschiedenen Smartphones die einzelnen Familienfunktionen, dass ihr sie auch seht. Wenn ihr Fragen dazu habt, Erfahrungen dazu habt, ihr könnt die sehr, sehr gerne mit einbringen, entweder per Chat. Oder wenn ihr euch das lieber ist, ja, schriftlich per Chat oder dann eben auch per Video oder Mikrofon, könnt ihr euch sehr gerne mit einbringen. Wir freuen uns einfach auf die Gespräche. Und bevor wir anfangen, was heißt bevor wir anfangen? Wir haben ja eigentlich schon angefangen. Habe ich noch mal so eine kleine Fragerunde. So, und zwar geht es jetzt darum, mit welchen Erwartungen ihr heute Abend in dieses Webinar gekommen seid. Das heißt, wo liegen heute Abend eure Schwerpunkte, was ihr gerne oder unbedingt auch wissen wollt? Ist das mehr so allgemeines Interesse oder geht es auch so um Zeitmanagement? Geht es darum zu wissen, was Kinder oder andere am Smartphone machen? Geht es um die Regulierung von Inhalten? Geht es darum festzulegen, welche Apps man nutzen darf oder Veränderung von In-App-Käufen. Genau, ein klares Votum geht erstmal so Richtung das allgemeine Interesse, das ist auch prima. Ja, Malte, Ja, ich frag dich jetzt Tobias. erstmal, während jetzt hier noch so abgestimmt Ja. wird, was für Geräte werden bei dir denn von wem wie genutzt? Ja, also ich habe insgesamt 5 Kinder in meiner Patchwork-Familie und im Alter zwischen 6 Jahren und 22 Jahren. Und wir nutzen ausschließlich Android-Geräte. Meine Frau und ich haben beide jeweils ein Android-Gerät, relativ neuer Bauart. Also ich habe das aktuelle Betriebssystem mit Android 9 und meine Frau eins noch mit dem 8er Betriebssystem. Meine große Tochter hat auch ein Android-Gerät, das auch das 9er Android als Betriebssystem hat und das 10er jetzt bekommt. Die hat nämlich so ein neues Huawei-Gerät, ohne da Werbung zu machen. Genau, und mein zweitgrößtes Kind, der ist 13 und der hat seit einem halben Jahr ein eigenes Smartphone und nutzt da auch Android. Das Gerät habe ich auch dabei. Das hat er mir auch heute erlaubt, das ein bisschen mitzubringen, da so ein bisschen die Familienfunktion zu zeigen, damit sie und ihr wirklich mal beide Seiten auch seht, dieser Familienfunktion. Auf der einen Seite die elterliche Ansicht und die Regulierungsmöglichkeiten, die wir haben als Eltern, aber auch relativ transparent, was sieht das Kind denn auf der Ebene und was hat das Kind für Möglichkeiten? Genau. Ja, genau. Und beide Seiten ist ja, glaube ich, wichtig, nicht nur Kind und Eltern, sondern auch Licht und Schatten. Denn Ja. oft, wenn wir Berichte über die Familienfunktionen lesen, klingen die erstmal sehr, sehr gut. Aber wie die dann wirklich im Familienalltag sich Ja. bewähren, das ist eine ganz andere Geschichte. Und ich glaube, da kann ich auch auf jeden Fall auch was dazu beisteuern. Wie gesagt, ich habe zwei Kinder und im Moment ist mein älterer Sohn und mein ältester Sohn mit 12 Jahren hat ein iPhone.
Und da haben wir natürlich von Anfang an auch schon auf die Regulariumsmethoden zurückgegriffen. Aha. Wir werden nachher einfach auch mal gucken. Mhm. Ich habe auch über ein iPad auch noch ein imaginäres Kind auch noch mal eingesetzt, weil mein Sohn hat gesagt, er möchte das nicht, dass er mit Bild und Ton hier gezeigt wird. Und ich finde, das ist auf jeden Fall Absolut. Ein Wunsch, genau. den man respektieren genau. muss. Absolut. Und deswegen habe ich mir ein fiktives Kind noch genau. erfunden und eingefügt. Ich finde, am Anfang dieses Webinars, glaube ich, ist es relativ wichtig zu erwähnen, dass man eigentlich immer im Dialog sein muss. Ja? Dass ja. wir mit unseren Kindern quasi gemeinsam sprechen, gemeinsam Regeln vereinbaren. Vielleicht gibt es auch so Verträge im Internet etc. Solche Dinge einfach gemeinsam macht. Dann ist es, finde ich, so erlebe ich es jedenfalls jetzt seit einem halben Jahr, doch sehr angenehm, über dieses Gespräch auch über Spiele zu sprechen, über In-App-Käufe zu sprechen. Und das, was ich so auf Elternabenden erlebe, diesen Frust, den die Eltern haben, den haben wir eigentlich gar nicht, ja. weil wir einfach in der Kommunikation sind. Ja, das ja. geht mir ähnlich. Also das kann ich in keinster Weise nachvollziehen. Ich kann es verstehen, dass das für viele Eltern ärgerlich ist. Aber natürlich haben wir Ärger, wir haben auch Stress natürlich, aber wir gehen relativ offen und transparent mit Regeln um. Es gibt, können wir nachher auch gerne nochmal darauf hinweisen, unter mediennutzungsvertrag.de auch Ideen, wie man im Internet auch als Familie Vereinbarungen treffen kann. Und ich glaube, wenn das klar formuliert ist, im gegenseitigen Austausch und jeder eigentlich weiß, wo er dran ist, gibt es eigentlich auch weniger genau. Konflikte. So sehe ich das auch. Richtig. Ja. Ja. So, wir schauen jetzt mal kurz auf die Auswertung. Umfrage beenden und die Resultate zeigen, wir haben jetzt überwiegend das allgemeine Interesse. Dann spezialisieren wir uns auf das allgemeine Interesse genau, heute Abend. Sehr schön. Ja. Fantastisch. So. Ja, ich würde einfach mal sagen, fangen wir doch mal mit Android an, weil ich glaube, beziehungsweise ich weiß ja, während es bei Apple-Geräten eingebaute Familienfunktionen gibt, ist das bei Android nicht so einfach. Weil wir hatten in den anderen Veranstaltungen, hatten wir ja auch schon das Thema, dass Android ja eigentlich ein freies Betriebssystem von Google ist und sich die Hersteller das sich so anpassen, wie sie wollen. Deswegen sieht jedes Android auch unterschiedlich aus. Ja, aber was für Möglichkeiten haben wir denn bei Android? Genau, bei Android, in der Welt des Android ist ja ganz vieles gar nicht vorinstalliert. Das heißt, wir haben ein Betriebssystem. Auf dem Betriebssystem gibt es oft nochmal eine Designebene quasi vom Hersteller, ob das jetzt Huawei ist, Nokia oder Samsung. Und es sind so ein paar Google-Apps quasi vorinstalliert und ganz viel Bloatware, also Sachen, die wir eigentlich nicht brauchen. Aber sowas wie eine Familienfunktion ist eben nicht installiert. Und das kann ich Ihnen jetzt mal zeigen. In dem Play Store, wir kaufen ja oder besorgen uns quasi die Apps über den Play Store. Und in dem Play Store, ich hoffe, das sehen alle, können Sie oben Google Family, muss ich das gerade mal wegschieben, Link eingeben. Und haben dann direkt eine Liste, entweder hier oben, Google Family Link für Eltern, oder aber, und das ist ganz wichtig zu wissen, wir haben auch eine App für Google Family Link für Kinder und Teenager. Und diese beiden Apps benötigen wir, um die Familienfunktion einzurichten und um die Regularien, die Freigaben etc. später alles einrichten zu können mit den Kindern. Genau. Und da geht es ja auch nicht nur darum, wie also das Verhältnis oder die Nutzung zwischen Eltern und Kindern auch festgelegt wird, sondern auch zwischen Großeltern und Kindern. Genau. Wo oft ist es ja so, wenn die Kinder dann im Urlaub bei den Großeltern sind, dass dann die Geräte einfach zur Verfügung gestellt werden. Ganz genau. Also man kann hier quasi in der Eltern, auf der Elternebene verschiedene Eltern herbeiführen. Ich zeige Ihnen das mal direkt und öffne die App. Und hier sieht man quasi in Google oder Google legt eine Familie an. Ja. Und bei der Familie sehen Sie oben rechts, jetzt klicke ich jetzt mal drauf. Ich glaube, ich habe gar keine Freigabe für meine Frau. Egal. Wenn gleich das Telefon klingelt, genau. müssen wir kurz unterbrechen. Sehen Sie hier in der Familie, dass Sie verschiedene Familienmitglieder bei oder anfügen können. Und Sie können auch die Elternberechtigung verwalten und hier auch verschiedene Eltern oder Großeltern mit einfügen. Das heißt, es ist nicht, das ist nicht statisch, sondern Sie können das dynamisch
ändern. Ich habe meine Frau mit dazugefügt, weil ich oft an Wochenenden auf Seminaren bin, etc. Und wenn dann mein Sohn eine App installieren will und ich mein Handy einfach aufgrund meiner Dozententätigkeit aushabe, dann kann meine Frau da reagieren. Und das geht natürlich auch für Großeltern. Man kann hier, vorausgesetzt man hat ein Google-Handy als Großelternteil, kann man sich hier mit einfügen lassen vom Administrator. Und dann kann man genauso auch im Urlaub oder wenn die Kinder bei jemandem sind oder zu Besuch sind, dort diese Funktion voll nutzen. Mhm. Genau. Gut, also das zeigt sich eigentlich, ich beende hier mal kurz die Freigabe, was sich so in der Praxis bewährt hat, ist, dass egal, welche Familienfunktion genutzt wird, ob jetzt Family Link von Google oder von Apple die Freigabe, macht es doch schon irgendwie Sinn, wenn sich die Familie in einem Ökosystem ja, auch ganz genau befindet, weil mir ist jetzt nicht bekannt, dass ich Family Link jetzt auch irgendwie über Apple nutzen kann. Nein, also ich, so viel ich weiß, ist die in eurem App Store, glaube ich, heißt der, oder? Ja. ist diese Family Link App nicht vorhanden, zumal die Family Link App, und das ist wichtig auch zu wissen, nicht auf allen Google-Betriebssystemen läuft. Also okay. Google ist ja sehr heterogen in dem, welches Betriebssystem da drauf läuft. Es gibt von Android 4 bis Android 10 quasi auf dem Markt alles. Und man muss mindestens Android 8 auf seinem Telefon oder auf seinem Smartphone installiert haben. Das heißt, man müsste ein Gerät haben, das vielleicht 2, maximal 3 Jahre alt ist, um Android 8 auf dem Telefon installiert bekommt oder installiert zu haben. Nur ab Android 8 geht die Family-Funktion überhaupt. Mhm. Ja. Das ist eine Schwierigkeit, wenn man überlegt, man gibt seinem Kind ein Telefon und man nimmt vielleicht das Telefon, das man selber 2, 3 Jahre genutzt hat. Mhm. Und man kann es nicht über Family Link steuern, wenn das Telefon nicht ein neues Betriebssystem hat. Ja. Okay. Und das müssen auch Großeltern oder Eltern wissen, die vielleicht nicht alle halbe Jahr oder alle 1,5 Jahre das Handy wechseln, dass solche Familienfunktionen eine bestimmte Voraussetzung im Betriebssystem haben. Und das wäre eben Android 8 oder höher. Ja, ich habe jetzt gerade so einen ultra peinlichen Moment, weil ich gesehen habe, dass es Family Link auch für Apple gibt im App Store. Gut, dass ich Sozialarbeiter bin, das jetzt weglächle. Ja. Es geht nichts über eine gute Vorbereitung. Ganz genau. Ne? Also das heißt, Google Family Link gibt es auch, ich sag mal, für iOS. Aber was definitiv nicht geht, ist die Apple-Familienfreigabe unter Android, weil das einfach ganz fest mit dem Betriebssystem auch verbunden ist. Und bei Apple, da können wir jetzt auch direkt einfach mal zeigen, wie es bei Apple aussieht, ist es relativ ähnlich. Und zwar haben wir, ich muss mal kurz den Bildschirm freigeben. Genau, läuft alles in den Einstellungen von Apple über die sogenannte Bildschirmzeit. Das ist ein bisschen irreführend von der Begrifflichkeit, weil unter Bildschirmzeit ich eben nicht nur meine eigene Bildschirmzeit sehe, das heißt die 2 Stunden 48, die ich selber mein Smartphone heute genutzt habe. Ganz schön viel. Ja, ich weiß. Sondern ich habe hier unten auch die Familie. Und da sieht man auch schon den Heinemann Mustermensch als mein neues imaginäres Kind, was wir gleich nochmal genauer reingucken werden. Und bei Apple ist es eigentlich ähnlich. Man muss einen Account für das Kind anlegen und in der Apple-ID, beziehungsweise das zeige ich hier oben, hier sind die Apple-ID und die iCloud-Einstellungen. Und hier gibt es auch die einzelnen Geräte von einem und die Familienfreigabe. Und unter der Familienfreigabe kann ich dann auch ein Familienmitglied einfach hinzufügen und dann eine neue Apple-ID anlegen für das Kind. Das Kind ist dann so lange in der Familie, bis es 16 Jahre alt ist. Und erst dann kann es aus eigenen Kräften sich aus den Fängen der Familienfreigabe befreien. Andernfalls muss man das Kind in eine andere Familienfreigabe übertragen, damit es aus der eigenen Familienfreigabe rauskommt. Mhm. So, und hier ist es jetzt ähnlich wie bei Google im Bereich Bildschirmzeit, sehe ich jetzt hier meine Kinder und ich kann jetzt auch hier beim Mustermensch Heinemann drauftreten oder draufklicken und sehe dann auch hier die Bildschirmnutzungszeit und kann hier die verschiedenen Einstellungen
vornehmen. Mhm. Einstellungen würde ich jetzt vorschlagen, gucken wir jetzt erstmal beim iPhone weiter und schauen dann ins Family Link, was wir da für Möglichkeiten haben. Genau. Oben seht ihr, also ihr seht, ich habe diesen Account vom Mustermensch auf einem iPad von mir installiert. Dort ist jetzt der Tagesdurchschnitt, die Nutzungszeit angezeigt. Ich kann auch, wenn ich auf alle Aktivitäten Anzeige klicken, mir auch die Apps anzeigen lassen, die auch genutzt wurden. Das heißt, die Zoom-App wurde heute 59 Minuten genutzt, die Kalender-App 34 Minuten, die Facebook-App 5 Minuten, Flipboard 3 Minuten und so weiter. Ich habe die Möglichkeit, eine Auszeit festzulegen oder ja den Begriff Auszeit. Hier muss ich erstmal einen Bildschirmcode eingeben und das ist jetzt der Code, den die Kinder am besten nicht mitkriegen. Ich wähle jetzt hier mal einen nur mir bekannten Code von 1234 und jetzt kann ich von meinem iPhone auf dem iPad meines imaginären Kindes eine Auszeit festlegen. Auszeit bedeutet, ich lege eine Uhrzeit fest oder ein Zeitintervall fest, wo das iPad nicht genutzt werden kann. In diesem Falle ist jetzt eingestellt ab 21 Uhr. Das Ding fährt nicht runter, aber die Apps, die werden so ein bisschen graumeliert und können dann einfach nicht mehr genutzt werden. Das kann ich hier auch nach entsprechend nach Tagen, kann ich das auch anpassen, dass ich sage, okay, unter der Woche hast du so und so viel Zeit, am Wochenende ein bisschen mehr. Kann man dann in gar keine Apps mehr rein oder kann man sich gar nicht anmelden am iPad oder am iPhone? Oder wie sieht es dann aus, wenn das dann gesperrt ist mit der Auszeit? Nein. Ich kann festlegen in dieser Auszeit unter dem Bereich immer erlauben, welche Bereiche ich immer nutzen kann. Das heißt, bei einem iPhone kann ich zum Beispiel sagen, okay, du darfst die ganze Zeit telefonieren. Das Telefon ist die ganze Zeit nutzbar. Du kannst Nachrichten schreiben. Das heißt, sämtliche Apps, die hier drauf sind, kann ich einstellen, dass die immer funktionieren, auch außerhalb oder innerhalb dieser Auszeit. Okay, also man kann wirklich ganz detailliert angeben, was das Kind dann noch tun darf. Genau, richtig, richtig. Und ich kann auch App-Limits festlegen. Das heißt, nicht nur sagen, ab 21 Uhr ist alles, ich sag mal, aus, sondern im Bereich App-Limits kann ich auch sagen, okay, bestimmte Apps darfst du pro Tag nur eine Stunde oder einen bestimmten Zeitraum nutzen. Und zwar ist es bei Apple so, dass automatisch die Apps kategorisiert werden. Das heißt, wenn ich mir ein Spiel runterlade, ist das automatisch in der Kategorie Spiele. So, das heißt, hier werden mir jetzt auch die Spiele angezeigt, die auf dem iPad von Mustermensch installiert sind. Und jetzt kann ich zum Beispiel Spiele anklicken. Wow, beide. Gehe dann auf Weiter. Und dann kann ich sagen, okay, ich lege jetzt hier ein Limit fest. 6 Minuten pro Tag, das sollte eigentlich reichen zum Spiel. Nein, das reicht natürlich nicht. Ich kann aber auch die Tage anpassen, dass ich sagen kann, okay, du darfst sonntags, darfst du, was weiß ich, 2 Stunden spielen, samstags 2 Stunden spielen und unter der Woche 40 Minuten spielen. Das heißt, so kann ich dann wirklich festlegen, welche App-Bereiche wie lange an welchen Tagen genutzt werden können. Ist diese Zeit erreicht? Es kommt vorher eine kleine Meldung. Eine Warnmeldung, ist diese Zeit erreicht, macht Blitz, die App wird graumeliert und kann nicht mehr genutzt werden. So, und dann der letzte Punkt ist hier noch Beschränkungen. Das ist auch ein relativ wichtiger Punkt, weil, und das ist auch für liebe Großeltern interessant, die ihren Enkeln ab und zu mal das Kind geben, man sollte sich diese Beschränkung auch auf dem eigenen Smartphone einrichten, wenn man das den Kindern gibt, weil man hier nämlich die Käufe im App Store zum Beispiel auch regulieren kann. Das heißt, unter Käufe in iTunes und App Store kann ich zum Beispiel meinem Kind erlauben, dass es Apps installieren und löschen darf und dass In-App-Käufe erlaubt sind. In-App-Käufe, ein Wort dazu, und zwar, ich schalte jetzt mal ganz kurz hier auf das Bild zurück, genau. Ein Wort zu In-App-Käufe. Ihr kennt es sicherlich, man hat sich irgendwie eine App gekauft, die ist vielleicht werbefinanziert oder bei Kindern ganz beliebt Spiele. Man muss unheimlich lange spielen, um einen gewissen Spielfortschritt zu bekommen. Das dauert ewig lang. Man muss Münzen sammeln und man muss Waffen sammeln, irgendwas sammeln. Man hat aber die Möglichkeit für 1,99 Euro sich ein Packen zu kaufen in einem In-App-Kauf.
Und das wird dann direkt über das Spiel, über die angegebene Kreditkarte oder das Guthaben auf dem Smartphone abgerechnet. Und es ist überhaupt nicht selten, das habe ich schon sehr oft erlebt, dass dann plötzlich Beträge von 500, 600 Euro bis 1000 Euro zusammengekommen sind, die dann auf der Kreditkarte sind, weil das sind immer nur so Kleckerbeträge, man klickt drauf und man kriegt das gar nicht mehr mit. Und deswegen ist das wichtig, diese In-App-Kauf erstmal, diese Option zu deaktivieren. Mhm. Ich glaube, das erstmal so als kleinen Einblick. Ich komme nachher nochmal auf diesen Punkt der Beschränkung, weil man dort nämlich auch nochmal auf Altersbeschränkung und Installationsbeschränkung genau. zu sprechen kommt ja. und auch zu der Filtermöglichkeit. Aber ich würde vorschlagen, dass wir jetzt erstmal bei dir, Malte, gucken, ja, was gerne. Bietet uns denn Google an? Gerne. Dann würde ich den Bildschirm teilen, wenn ich das heute noch hinbekomme. Das ist kein Problem. Das schaffst du. Das schaffe ich. Das schaffst du. Siehst du, das muss ich mich wieder neu anmelden, warum auch immer. Aber ich bin doch eigentlich drin, oder? Bist du schon drin, oder was? Ja. Nee, du kannst hier auf den, genau, so. Jetzt beitreten. Aus und beitreten. Bin ich da? Jetzt bist du drin, der andere. So. Mhm. Ist schon spät am Abend, dauert alles bei mir ein bisschen. Ja, wir haben da aber vollstes Verständnis. Gut. Wir haben auch schon jeder einen langen Arbeitstag. Dankeschön. So, also vorneweg bei Family Link kann man In-App-Käufe nicht verhindern. Nein. Ich habe bisher noch nicht die Funktion gefunden, echt? Die man in der App quasi verhindern kann. Was man verhindern kann, ist, dass im Play Store selber Dinge gekauft werden. Das wird ein. Wenn mein Sohn was kaufen will, eine App kaufen will, bekomme ich eine Anfrage und dieses Family Link funktioniert eben ganz viel über Anfragen bzw. Genehmigungsanfragen. Das heißt, wenn der Philipp etwas sich anschaffen will, auch wenn es kostenfrei ist, bekomme ich auf meinem Handy eine Anfrage und kann die genehmigen oder ablehnen. Und er kriegt quasi dann diese Genehmigung oder Ablehnung auch angezeigt. Wenn ich es genehmige, dann wird es installiert. Und wenn das eine App ist, die auch noch kostenpflichtig ist, wird sie über meine Familienzahlfunktion in Google abgerechnet. Das ist bei Apple ja? ähnlich. Bei Apple genau, so ähnlich. Okay. Ja. Wenn man jetzt in dieser App selber drin ist, dann sehen Sie, ich habe hier noch eine imaginäre IDA angelegt. Das heißt, Sie sehen Ihre Familienmitglieder, Ihre Kinder untereinander. Und wenn dann drittes, viertes, fünftes Kind da wäre, könnte man quasi jeweils das Kind auswählen. Gibt es da eine Begrenzung? Ja, wie groß die Familie sein darf? Fünf. Okay. Genau, fünf. Also ich kann jetzt noch drei weitere Familienmitglieder hinzufügen. Das sieht man hier. Oder auch nicht. Das ist ein Kritikpunkt an dieser App. Manchmal funktioniert sie nicht so, wie sie funktionieren soll. Jetzt habe ich es hier. Also vier kann man hinzufügen. Man sieht hier unten verbleibende Einladungen noch zwei. Ja. Man kann aber, die Ida Butler war quasi ein Dummy, den kann ich wieder löschen und habe dann wieder weitere drei. Also vier Kinder kann ich hinzufügen, sollte für die meisten statistisch gesehen ausreichen. nicht jeder hat fünf Kinder. So, jetzt gehe ich nochmal zurück. Wir wählen hier den Flippy aus, meinen Sohn. Und Sie sehen, quasi in der Übersicht immer verschiedene Kacheln. Und Sie haben zum einen hier den Standort, der aktualisiert wird, wenn Sie in der App sind. Da das Handy von Philipp neben mir liegt, ist das halt auch korrekt von der Adresse. Genau. Es ist so, dass das kann man auch ausschalten. Ich habe das mit meinem Sohn besprochen, dass wir den Standort quasi lokalisieren können. Er hat gesagt, das ist für ihn auch völlig in Ordnung. Das gibt uns das Gefühl der Sicherheit, wenn er unterwegs ist, wenn er sich mit Freunden trifft, wobei ich das tatsächlich eigentlich nicht nutze. Ja. Wenn wir eine Zeit ausmachen und er kommt nicht, was mache ich dann? Dann rufe ich ihn an. Dann gucke ich nicht, wo er ist, sondern ich rufe ihn erstmal an. Also auch hier ein Stück weit Kommunikation. Es ist aber ein Gimmick, das drin ist, dass ich quasi über die Google-Standortfreigabe das Handy von meinem Sohn orten kann. Ne? Mhm. Dann haben Vielleicht. Wir als nächstes... Darf ich kurz zwischenfragen, ja. Malte?
Mich würde interessieren, also das gibt es ja auch bei iOS genauso, ja. Diese Funktion, dass man die Familienmitglieder dann orten kann. Mhm. Das ist ja keine so einfache Frage. Mich würde mal interessieren, wie das unsere zahlreichen Teilnehmenden sehen. Vielleicht könnt ihr mal eingeben, finde ich okay, dass man sich orten kann oder auch nicht. Ja. Nur so ein Stimmungsbild zu bekommen. Ich bin mir selbst nicht sicher, ob ich das gut finde. Diese Ortungsfunktion. Ja, tatsächlich für mich auch so ein Thema gewesen. Finde ich das gut oder finde ich das nicht gut? Wir haben hier eine Frage. Ja. Nicht eine Frage. Ich finde das schon in Ordnung, dass es das gibt, aber die Betroffenen müssen das wissen. Ja. Also man kann es nicht anonym einrichten, das geht. Nein. Aber das sollte derjenige auch wissen, dass er ortbar ist und da muss man auch Regeln miteinander ansprechen. Genau. Bei Google ist es so, dass ich, wenn ich es einrichte, das mit dem Kind quasi auch bespreche. Ja? Weil die Einrichtung, die können wir hier jetzt nicht zeigen. Das ist einfach ein sehr relativ langwieriger Prozess. 10, 15, 20 Minuten braucht man da schon. Bei der Einrichtung von Google Family Link auf dem Gerät des Kindes ist es so, dass man das mit dem Kind auch einrichtet. Das heißt, das Kind weiß es und dann muss jeder in seiner Kommunikation mit seinen Kindern quasi Regeln festlegen und sagen, entweder ich mache das und du hast keine Chance oder wir sprechen darüber. Tatsächlich würde ich sagen, wenn mein Sohn 14, 15 ist, das würde ich die Freigabe rausnehmen. Dann würde ich eigentlich ungern wissen, wo mein Kind ist, weil ein Stück weit in der Eigenverantwortung sollte man dem Kind ja auch lassen. Mhm. Ja. Aber auch das ist, muss man besprechen. Genau, ja, richtig. Darum geht es, glaube ich, dann. Richtig. Ja. Also das ist bei uns ähnlich und unser Sohn fing auch relativ früh an, ich sag mal selber, die Gegend auch zu erkunden. War relativ früh auch selbstständig, aber er ist halt auch jemand, der ständig der nimmt auch nie sein Handy mit. Also ihm ist es eigentlich egal. Also von daher sagt er auch, ihm ist es egal. Aber bei iOS ist es ja auch so, dass die Kinder auch den Standort der Eltern aussehen. Ist das bei Google auch so? Bei Google ist es nicht so. Okay. Ich zeige Ihnen mal, wenn das vom Zeitrahmen her passt, würde ich mal das Handy von meinem Sohn teilen. Ja. Und dann zeige ich Ihnen, was er sieht aus seiner Kindersicht. Moment. So, wir sehen jetzt hier das Handy von meinem Sohn und dann das ist ein anderes Betriebssystem, also muss ich so. Und jetzt sehen Sie hier, das sehen deine Eltern. Ja. Die sehen, dass ich den Standort sehe von meinem Sohn. Ja. Also Sie wissen, das war ja gerade auch so die Eingabe von dem Kollegen, glaube ich, aus Kassel, oder? War das Kassel? Das war aus Kassel, Dass man das vielleicht auch ein Stück weit transparent hat. Und hier sieht der Flippy, mein Sohn, dass ich sehe, dass ich ihn gerade orten kann. Mhm. Dann, ja, David? Nochmal Zwischenfrage von Corona war hier. Gibt man da nicht alle Daten an Google weiter, beziehungsweise ist nochmal Nachfrage von mir. Gibt man auch, wenn man diese Funktion nicht nutzt, natürlich genug Daten an Google weiter und wahrscheinlich viele andere Apps würden sowieso den Standort auch noch teilen. Ja. Also ich bin mir relativ sicher, und das kam ja auch in den Gesprächen mit dem Peter Knag auch mit raus bei den Auftaktveranstaltungen, dass die Informationen, die hier getauscht werden, die werden so oder so von Google ja auch erfasst. Und von daher, meine persönliche Meinung, würde ich eher mit so einem System leben, als jetzt, ich sag mal, jetzt noch einen kommerziellen Kinder-Jugendschutzanbieter noch mit dazu zu holen. Ja. Es gibt ja jede Menge Jugendschutzsoftware für iOS wie auch für Android, aber die laufen natürlich mit dem Prinzip, dass sämtlicher Datenverkehr und alles, was auf dem Smartphone läuft, über die Server der Hersteller und der Firmen umgeleitet werden. Ja. Und dann würde ich, glaube ich, wahrscheinlich eher die Daten nochmal Apple und Google offensiver offerieren, als jetzt nochmal einen Dritten noch dazu holen. Ja, das sehe ich auch so. Also das ist ja quasi ein Tod muss man ja sterben, wenn ein Kind das ein Smartphone in die Hand bekommt. Wir können uns, glaube ich, diesen Daten sammeln kaum noch entziehen. Das muss man kritisch sehen, das sehe ich auch so. Nur, was sollen wir machen? Es gibt kein Betriebssystem.
das keine Daten sammelt. Also ist mir nicht bekannt. Ich kann natürlich mein Handy flashen und bestimmte Dinge aussperren. Allerdings, da bin ich ganz bei dir, Tobi, wenn ich dort noch eine kommerzielle App obendrauf lege, dann kriegt diese kommerzielle App die Daten. Google zieht sie so oder so. Apple wird wahrscheinlich nicht anders Daten ziehen. Ja, ich kann das verstehen, die Eingabe, dass es schwierig ist und gerade was Ortung angeht. Ich glaube, für viele Eltern hat das was mit einer Sicherheitsfunktion einfach zu tun, dass sie sich sicher fühlen, weil sie wissen, wo das Kind ist. Ja. Also letztendlich ist die Frage nur Mobiltelefon, Smartphone, ja oder nein? Letztendlich. Wenn man das darauf reduzieren möchte, wahrscheinlich ist es das. Ja. Ja. Und wenn Sie dann an das Thema WhatsApp denken, das wir jetzt hier nicht aufmachen wollen, glaube ich. Nee. Aber dann haben wir noch einen anderen großen Konzern, der durchaus Interesse hat, auch die ein oder die anderen Daten zu sammeln und zu verwerten. Richtig. Ja. Genau. Lassen Sie uns noch ganz kurz hier runtergehen. Wir haben App-Limits, kann mein Sohn sehen. Da kann man... Wir haben hier das Tageslimit, das ist momentan auf 3 Stunden eingestellt. Wir haben die Schlafenszeit, das sieht er alles. Das sind alles Dinge, die ich quasi mit ihm vereinbare bzw. regulieren kann. Und dann würde ich Ihnen noch kurz so ein paar Einstellungen zeigen bei Android und dann wechseln wir wieder zu iOS. Ja. Würdest du die Freigabe beenden? Oder? Achso, da. Ja, hab schon. So. Perfekt. Und jetzt hier teilen. Jetzt sind wir wieder auf dem Telefon des Android-Erwachsenen. So. Der Tobias hat ja schon gerade gesagt, man kann so ein paar Einstellungen verwalten unter iOS. Das geht unter der Android-Funktion quasi genauso. Wir haben unter Einstellungen verwalten relativ viele Punkte, die man abarbeiten kann. Ich gehe jetzt so auf 2, 3 ein und dann denke ich, sollte das auch erstmal geregelt sein. Zum einen die Android-Apps. Und da haben wir quasi über die Android-Apps, Sie sehen hier, Facebook ist blockiert. Facebook ist fest auf dem Samsung-Gerät meines Sohnes installiert und kann nicht deinstalliert werden. Ja. Ja. Auch heftig. Heftig ist aber so. Und ich müsste es flashen, um es runterzubekommen. Und ich möchte nicht, dass Facebook von meinem Sohn genutzt wird, zumal es auch erst ab 16 ist, wenn ich so richtig informiert bin, was den Datenschutz angeht. Moment, sind es 13, glaube ich. Oder mit 13. Auf jeden Fall haben wir zu Hause gesagt, wir wollen nicht, dass du Facebook nutzt und wir haben es blockiert. Was hieße flashen? Flashen bedeutet, dass man das gesamte Betriebssystem runterschmeißt vom Android-Handy und ein neues Betriebssystem, auch Android, aber ohne, dass wir hier eine Herstellervorgabe oder eine Herstellerinstallation dabei haben, draufspielen. Das heißt, wir haben hier ein echtes Android, das von Google kommt, für das Gerät, ohne dass Samsung oder Huawei oder Nokia irgendwas drüber legt. Ja, man muss aber auch sagen, das ist ein sehr komplexer und komplizierter Vorgang und jedem, dem das jetzt gerade überhaupt nichts sagt, sollte auch dringlichst die Finger davon lassen, weil, also ich lasse da auch die Finger von bei meinen Android-Geräten, weil man da sehr viel auch kaputt machen kann. Also wenn Sie da bei der Installation was falsch machen, können Sie das Gerät tatsächlich wegwerfen. Ja. Dann ist es vorbei. Ich hatte mal ein Gerät, das geflasht wurde von meinem Schwager, der kann sowas. Aber am Ende bringt es jetzt auch nicht so viel, weil Android sich auch weiterentwickelt hat und wir ganz viele Berechtigungen mittlerweile auch einstellen können, was Apple schon lange hat. Das muss ich leider mal so sagen. Oh, gut, dass das aufgezeichnet wird. Aber auch dazu haben wir ja auch Videos auf der smartphoneentdecken.de Website zu den Zugriffsrechten und wie das alles funktioniert. Genau. Also nochmal hier zu dieser App. Wir können das theoretisch zulassen, ja, oder wir können es wieder blockieren. Wenn wir es zulassen, bekommt das Kind auf seinem Handy eine Information, diese App ist jetzt für dich erlaubt. Das heißt, diese Transparenz, da legt Google relativ viel Wert drauf. Ich weiß nicht, wie das bei iOS ist. Wenn Sie etwas quasi in den Einstellungen verändern, wird es immer auch beim Kind mit benannt. Da kommt so ein Pop-up von oben runter. Das kennen die Android-Menschen. Benachrichtigungen kommen ja immer von oben nach unten gescrollt. Und da gibt es dann eine Nachricht,
deine Eltern haben das und das zugelassen im Endeffekt. Ja. Sie können hier, und dann glaube ich, ist es auch erstmal wieder gut, Sie können hier auch Limits festlegen, hier an der Seite. Gehen wir mal zum Beispiel auf Spotify. Da können Sie das Limit ändern. Und Sie können zum Beispiel sagen, ich möchte, dass mein Sohn nicht die ganze Zeit Musik hört, und können das auf 2 Stunden, war vorher auf 3:30 Stunden, auf 2 Stunden runtersetzen. Und auch dann wird mein Sohn auf seinem Handy informiert, das Limit hat sich geändert. Kann man das auch für verschiedene Wochen, Tage anders, Nein, so individuell habe ich noch. Das ist eine ganz neue Funktion, aber das geht tatsächlich leider nicht. Man kann das quasi nur einmalig ändern, aber noch nicht für die Wochentage. Die Wochentage geht bei den Limits, gehen wir nochmal zurück. Wenn wir hier das Tageslimit eingeben, sehen wir, wir können hier eine Schlafenszeit definieren. Mhm. Da geht zwar mein Kind noch nicht ins Bett, aber 20.30 Uhr finden wir, ist eine Zeit, wo durchaus das Handy in die Küche, auf unsere Insel kommt, und da wird es geladen, da liegt es über Nacht und dann kann es auch aus sein. Und er hat ein Tageslimit von 3 Stunden, am Wochenende 4 Stunden. Wobei, wenn Sie sehen, die Aktivitätszeiten der letzten 7 Tage, da hat er, also mein Sohn nutzt zu unserem Glück nicht so sehr aktiv sein Handy. Er nutzt, in 7 Tagen hat er 1 Stunde 22 WhatsApp genutzt. Das ist für die Jugend eigentlich nichts. Genau, ja. Richtig. Aber das war pro Tag die Nutzung. Nein, das war die Nutzung pro Tag oder die letzten 7 Tage. Insgesamt. Genau. Er hat gestern WhatsApp genutzt, 1 Minute. Das ist schnell. Entweder ist er ein Schnelltipper. Wahrscheinlich. Nein, tatsächlich ist es so, dass er das Handy eher nutzt, um auch mal was zu googeln, um es auch in der Schule, wenn dort die Lehrer sagen, wir wollen ein bisschen was am Smartphone machen, das dort benutzt. Und sich verabredet, aber er verabredet sich eben und trifft sich dann. Mhm. Da sind wir vielleicht noch ein Stück weit gesegnet, muss ich sagen, wenn ich das von anderen Eltern mitbekomme, wo die Nachrichten die ganze Nacht durchklingeln. Das ist schwierig, genau. Also ich mache ja auch relativ viele Elternabende im Grundschulbereich und im Schulbereich, was zum Thema auch Medienerziehung, und es ist einfach ein Phänomen, dass die Smartphone-Nutzung bei Kindern, dass die immer früher ansetzt, also die Kinder immer früher Smartphones auch bekommen, aber dann unreguliert mit WhatsApp und allem möglichen Pipapo mit drauf. Und dann hat man natürlich so ein paar hausgemachte Probleme, wenn man von Anfang an keine Regeln auch mit aufstellt. Das größte Problem, das sind natürlich die Messenger. Viele von euch kennen das auch. WhatsApp kann echt nerven, je nachdem, in wie vielen Gruppen man drin ist. Und bei Kindern und Jugendlichen 250, 300 Nachrichten am Tag, das ist nicht viel. Also das ist wirklich, es ist nicht viel, auch in der 7. Klasse, wenn man irgendwie in 3 unterschiedlichen Klassengruppen drin ist. Und wenn man das mal umrechnet, sind das alle 2 Minuten, ist das dann am Tag irgendwie eine Notifikation. Und wir haben zu unserem Sohn gesagt, wir haben ihm ganz klar in der Grundschule WhatsApp verboten. Wir haben ihn in der 5. Klasse ganz klar WhatsApp verboten und haben ihn in der 6. gesagt, guck dir doch bitte deine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden an und frag die mal, weil da waren mittlerweile die Kids wie auch die Eltern am Status, hätten wir das bloß nie gehabt. Ja. Und die waren total genervt und mein Sohn hat gar keine Lust darauf, weil das ist ihm viel zu anstrengend und viel zu nervig. Mhm. Ja. So ähnlich kann ich berichten. Wir hatten einen Elternabend erst in der 5. und dann in der 6. Klasse. Da ging es auch viel um die Messenger-Dienste und die eigentlich unregulierte und ausufernde Nutzung der Smartphones. Und wir waren zu der Zeit, hatten wir zwei Kinder, die kein WhatsApp hatten. Das war mein Sohn und sein bester Freund. Und alle anderen Kinder hatten WhatsApp. Und wir haben eigentlich gesagt, dass wir unserem Kind auch tatsächlich kein WhatsApp geben. Mhm. Und ich hatte das dann in dem Elternabend vorgestellt, dass wir Threema nutzen. Ja. Ja. Und dann kam, das gibt es auch. Dann haben 2, 3 andere Kinder, Eltern haben das dann eingeführt. Das war aber dann eigentlich so eine Lame Duck. Also das war ein Vogel, der nicht geflogen ist. Genau. Und irgendwann vor einem circa halben Jahr kam mein Sohn und sagte dann, also Papa,
Es haben alle WhatsApp, es hat leider keiner mehr Threema. Ich würde schon auch gerne teilhaben. Ja, ja, sicher. Und dann haben wir uns hingesetzt und da auch Dinge besprochen sicher. Und das jetzt halt auch eingeführt. Genau, ja. Und ich glaube, das ist ja altersübergreifend. Jeder weiß, glaube ich, auch die Vorteile der digitalen Kommunikation und auch der Teilhabe über Messenger auch wirklich zu schätzen. Also, und das darf man auch nicht unterschätzen. Ja. Ab einem gewissen Alter, glaube ich, kommt man da auch leider nicht mehr dran vorbei. Ich würde jetzt einfach gerade nochmal, ich hätte ja vorhin versprochen, dass wir nochmal einen Blick in das Apple-System reinwerfen. Und zwar kommt jetzt das, was vorhin schon vom Wolfgang, glaube ich, angemerkt wurde, die Familienfunktion, die gibt es ab iOS 12. Im Moment sind wir aktuell bei iOS 13. In der Regel gibt es einmal im Jahr eine neue Versionsnummer, das heißt nächstes Jahr dann 14. Das heißt, man sollte dann eigentlich schon auf dem aktuellen Stand sein, wobei Apple sehr, sehr lange Sicherheitsupdates auch gibt. Also das heißt, selbst mein Sohn, der hat ein iPhone 5S, das ist über 5 Jahre alt und das ist jetzt die erste Version, die nicht mehr unterstützt wird. Also das heißt, man kommt wirklich mit einem 5 Jahre alten iPhone noch an die aktuelle Version und das ist fantastisch. Sollte ich wechseln? Wechsel doch mal. Jedenfalls, was ich auch noch ganz wichtig finde bei Beschränkungen, dass wir die Möglichkeit haben, ich bin jetzt gerade bei mir selber drin in meinem eigenen Gerät, aber ich möchte ja natürlich bei Mustermensch aufs Gerät zugreifen, in die Beschränkung. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, verschiedene Features und Bereiche vom Smartphone zu sperren oder zu reglementieren zusätzlich, was bis zu einem gewissen Alter auch durchaus Sinn macht. Zum Beispiel, ich hatte vorhin schon mal gesagt, so die erlaubten Apps und die Käufe im iTunes Store, aber was ich auch wichtig finde, sind die Inhaltsbeschränkungen. Hier werde ich wieder aufgefordert, meinen Code einzugeben. Das heißt, hier kann ich zum Beispiel auch Altersfreigaben angeben und zum Beispiel festlegen bei den Apps. Jede App im App Store ist mit einer Altersfreigabe versehen. Und wenn ich zum Beispiel einem kleinen Kind etwas in die Hand drücke, kann ich die Altersfreigabe zum Beispiel auf 9 oder auf 4 reduzieren und dann funktionieren auch nur die Apps auf dem Gerät, die für dieses Alter freigegeben sind. Genauso interessant ist auch die Option Webinhalt. Hier kann ich auswählen, unbeschränkter Zugriff, nicht jugendfreie Inhalte beschränken, nur erlaubte Websites. Da muss ich ganz offen und ehrlich sagen, diese Funktion, die ist für den Allerwertesten. Also die kann man wirklich vergessen. Zumal diese Filter, Jugendschutzfilter, die sich auf den Browser beziehen, natürlich nur bei Safari funktionieren. Das heißt, wenn man noch einen zweiten Browser installiert hat, ist er davon gar nicht betroffen. Und zum anderen ich schalte mal hier wieder ganz kurz zurück, auch kein großer Fan von Jugendschutzsoftware und Jugendschutzfiltern. Aus einem einfachen Grund. Jugendschutzfilter arbeiten auf unterschiedliche Weise. Es gibt sogenannte Blacklists oder Whitelists. Eine Blacklist, das ist eine Liste, da sind zum Beispiel Seiten aufgelistet, die nicht aufgerufen werden dürfen. Da gibt es Datenbanken mit 30.000, 40.000, 50.000 Internetadressen. Wenn jetzt aber eine Seite trotzdem entwicklungsbeeinträchtigend oder nicht geeignet ist, aber nicht in dieser Blacklist mit drin steht, dann kommt man trotzdem drauf. Das heißt, es gibt da keine Garantie. Es gibt genauso eine Whitelist. Eine Whitelist ist das Gegenteil. Das ist eine Liste, auf der draufsteht, welche Seite besucht werden dürfen. Das kennt man zum Beispiel aus Kindersuchmaschinen wie Blinde Kuh oder Frag Finn. Und da werden auch nur redaktionell geprüfte Inhalte angezeigt. Allerdings beschränken die sich dann auch da drauf, auf das, was andere Leute als kindgerecht eingestuft haben. Mein Sohn musste irgendwann in der 3. oder 2. Klasse, hat er ein Referat gemacht über Afrika und hat dafür recherchiert. Und das, was er über die Kinderseite gefunden hat, hat einfach nicht ausgereicht. Genau. Ja. Und da braucht man schon die richtigen Informationen. Ja? Und da war es für mich natürlich klar, okay, wir müssen auch Erwachsenen-Suchmaschinen nutzen. Wir müssen nicht Google nutzen, wir können auch Quant nutzen oder DuckDuckGo. Die sind etwas datenschutzfreundlicher, aber ich mache das als Vater mit ihm zusammen.
ich überlasse ihn auf gar keinen Fall alleine der Suchmaschine. Mhm. Und dann letztendlich noch der letzte Filter, warum das auch nicht so gut funktioniert, das sind sogenannte phonetische Filter. Das heißt, da sind Buchstabenkombinationen, die angegeben werden, die dann herausgefiltert werden, wie zum Beispiel das Wort Sex. Wir alle wollen ja nicht, dass unsere kleinen Kinder irgendwie auf Sexseiten, ich sag mal, sich rumtummeln. Und wenn jetzt aber diese Buchstaben SEX oder sowas, ich sag mal, gesperrt sind, dann kommt man unter Umständen auch nicht auf Seiten, wo das Thema Rechtsextremismus, wo diese Buchstaben SEX auch aneinandergereiht sind, die werden auch gefiltert. Oder geschweige denn, wenn man, ich sag mal, auch international in einer anderen Sprache was sucht. Mittlerweile gibt es ja auch schon in der Grundschule früh Englisch. Und unter dem Begriff Sex, also das Geschlecht etwas sucht, wird das auch gefiltert. Also das heißt, Jugendschutzfilter, ja, die geben so eine scheinbare Sicherheit, aber letztendlich hindern die meiner Meinung nach nur und man kommt als Elternteil nicht dran vorbei zu begleiten und zu unterstützen. Ja. Auch hier wieder eigentlich die Grundlage, gemeinsam unterstützen, da sein, sich die Dinge mit angucken. Wir haben im Chat von Corona, man könnte statt WhatsApp auch auf Signal oder Telegram umstellen. Ja, das könnte man. Wir haben, mein Sohn nutzt auch Telegram. Telegram hat er mittlerweile aus seinem Screenshot auch quasi oder aus seinem Screen rausgenommen, weil auch das wieder niemand hat. Ja. Also wir haben hier wirklich eine Form des Gruppenzwanges, das muss man vielleicht auch mal so nennen, dass wenn man quasi Teilhabe in der Gruppe teilhaben möchte, dass man in diesen einen Messenger gezwungen wird. Ja. Ich selber nutze Threema, Telegram und WhatsApp und Telegram ganz, ganz selten. Ja. Also ich sehe das ähnlich. Ich habe lange Zeit versucht, ohne WhatsApp zu leben und da kannst du dich dran erinnern. Ich bin wie so ein bisschen darum gelaufen, gesagt, nutzt Signal, nutzt Threema und irgendwie im Bekanntenkreis. Also ich sag mal, wir konnten uns auch privat irgendwie nicht wirklich einigen, aber es hat trotzdem irgendwie... Wir haben ja uns E-Mails geschrieben. Ja, oder noch einen Fax geschickt. Ne? Ja. Jedenfalls scheiterte es für mich irgendwann daran, dass ich als Elternteil bei Aktivitäten meiner Kinder im Bereich Schule und Verein einfach nichts mehr mitbekommen habe. Es wird nicht mehr redundant kommuniziert, also das heißt per WhatsApp, per Mail, per Telefonkette, sondern nur noch per WhatsApp auf Gedeih und Verderb, weil hier die kritische Nutzermasse ist. Und wer nicht dabei ist, der hat Pech gehabt. Und ich war lange Zeit derjenige, der Pech hatte. Und ich habe gesagt, das ist ja auch irgendwie nichts. Und damit ich zumindest die Information für meine Kinder mitkriege, kommt halt WhatsApp nochmal drauf. Und das war ja auch das Gespräch mit dem Peter Knag, dem Datenschutzbeauftragten der Stiftung Warentest, der ja auch WhatsApp nutzt, im familiären Kontext, weil hier einfach auch in der großen Masse die breite Nutzerschaft ist. Ja, definitiv. Telegram nutze ich gar nicht, dafür aber Threema und Signal. Threema im Familienkontext, das ist dieser Schweizer Dienst. Und Signal, da sind überwiegend so Medienpädagogen drin. Aber wir sind ja nicht hier, um WhatsApp und Telegram und Signal zu bewerten, sondern um die Familienfunktion vorzustellen. Dann würde ich jetzt nochmal zu Family Link gehen. Ich habe Ihnen unten in den Chat, also bei mir hier unten, die Privacy Notices gestellt, also die Datenschutzrichtlinien. Mhm. Da sieht man nochmal, was Google alles so an Daten zieht vom Kind. Also hier geht es wirklich um den Datenschutz beim Kind. Das liest sich nicht viel anders als beim Erwachsenen. Das muss man einfach so zusammenfassend sagen. Also Google zieht dort durchaus alles. Plus die Daten, die auch noch der Hersteller des Gerätes zieht. Das darf man auch nicht vergessen, da wird auch nochmal darauf hingewiesen, auch in den Privacy Notices, dass dort zum Beispiel Samsung zieht selber Daten. Ja, Huawei zieht Daten. Ja. Das heißt, das ist ein Unterschied zu Apple. Ja, da bleibt alles in einem Unternehmen. Mhm. Hier haben wir von vornherein, dass verschiedene Firmen und Konzerne Daten sich ziehen. Ja. Genau. So, darf ich oder möchtest bitte, du? Bitte. Ja. Ich bin gespannt. Ich auch. Schön. Wir gehen nochmal nicht in den Play Store, das ist falsch.
Wir gehen nochmal in den Family Link. Altersfreigaben, hattest du ja gerade erwähnt. Richtig. Das würde ich quasi das Pendant zeigen. Wir haben unter Einstellungen für Eltern, also immer auf dem elterlichen Smartphone oder großelterlichen Smartphone, haben wir hier oben unter Steuerelemente für, wie hieß das, Google Play, haben wir Inhaltsbeschränkungen. Das heißt, das Kind, das sich im Google Play Store bewegt, um sich vielleicht Apps zu wünschen, zu installieren, sieht hier nur Apps, die wir quasi vorher über die Altersfreigabe gefiltert haben. Mein Sohn ist fast 13, der kann jetzt Spiele bis 12 Jahren sehen. Ja? Filme bis 6 Jahre und Sie sehen, Sie können das hier quasi alles jeweils dezidiert auswählen. Serien, Bücher, Musik, Sie kriegen ja im Play Store neben den Apps auch eben die Filmvideothek oder Videothek ist ja überholt. Ja, den genau. Streamingdienst Play Movies, glaube ich, heißt da oder Google Play. Sie haben Bücher etc. Das können Sie hier quasi alles eingeben. Und wenn Sie bei den Apps, die auf USK 6 setzen, sieht er keine Spiele, die älter sind, die eine USK-Freigabe ab 12 haben. Ja. Das ist bei WhatsApp zum Beispiel ein Problem gewesen. Als wir ihm WhatsApp erlaubt haben, habe ich gesagt, dann installier das mal. Ich kriege ja die Freigabe. Dann kam er irgendwann und sagte, Papa, ich finde das nicht im Play Store. Mhm. Ja. Weil nämlich die Freigabe dann auch auf 6 war. Wir mussten die tatsächlich auf ab 16 setzen, ja, damit er WhatsApp installieren kann. Das kann man dann in dem Moment machen und dann setzt man sie wieder zurück auf die alte Freigabe. Ja. Mhm. Das gilt aber nur für Käufe und Downloads im Google Play Store. Richtig, ja? Denn bei Android, das haben wir ja auch schon mal gesehen, kann man ja auch über andere Stores, ja, und auch über diese Installationsdatei ja auch installieren. Ja. Moment, da gibt es was so. Man muss nur gucken, wo es ist. Weil das wäre ja, während du suchst, eine spannende Frage, ja, wenn ich deinem Sohn jetzt eine APK-Datei, das sind die, ja, ausführbaren, genau, Dateien, genau, für Android-Apps, genau, per WhatsApp schicke. Da ist es. Ah. Also, Sie sehen, ich suche selber. Ich nutze die relativ oft, die App. Aber trotzdem, und das ist meines Erachtens ein kleiner Kritikpunkt, es ist nicht alles nutzerfreundlich in Android. Man muss schon auch ein bisschen gucken, man muss ein bisschen lesen und man muss auch manchmal 2, 3 Klicks mehr machen, als man sie gerne machen möchte. Wir haben hier, mein Sohn hat ein Samsung Galaxy A5-Gerät von 2017 und Sie können hier über Einstellungen in die Gerätedetails gehen. Und wenn jetzt der Tobias als Freund der Familie meinem Sohn eine APK-Datei, also eine Datei, eine Installationsdatei schickt, per Mail oder per WhatsApp, ja, dann könnte mein Sohn auf diese Datei draufklicken und dann versucht, diese Datei sich auf dem Gerät zu installieren. Und das geht aber nur, wenn hier Apps aus unbekannten Quellen aktiviert wird. Ich mache jetzt da okay, weil ich habe ja das Handy hier. Und jetzt, wenn diese Einstellung aktiviert ist, dann kann mein Sohn aus dem Internet über Freunde, über WhatsApp, über Bluetooth, über wie auch immer er an die Dateien kommt, diese Dateien installieren. Das ist aber eine sehr riskante Einstellung. Ja. Weil man sich dort auch sehr schnell irgendwelches böses Viech-Zeug einfangen kann. Ne? Genau. So Viren und Trojaner. Ganz genau. Es gibt ja Viren, Trojaner, die Apps im Hintergrund installieren. Das kriegt man nicht mit. Das geht dann nur über diese unbekannten Quellen. Das heißt, es ist immanent wichtig, dass wenn Sie so eine Funktion einrichten oder die Family Link nutzen, dass Sie sich dort schauen auf den Gerätedetails. Sind unbekannte Quellen aktiviert? Wenn ja, bitte deaktivieren. Können Sie auch auf dem Gerät selber machen, aber hier können Sie es quasi als Elternteil festlegen und das Kind kann das nicht umgehen. Ja, das Handy ist dann wirklich so tief gesperrt, dass das keine anderen Dateien installieren kann. Und glauben Sie mir, ich habe es probiert. Ja, ich glaube, das ist auch mal ein guter Tipp, sich einfach mal zusammen mit dem Kind das mal auszuprobieren. Ja. Geht das oder geht es nicht? Genau.
Damit. Eine Frage von Annegret, vielleicht geht ihr später noch ein, aber das Family Link und gemeinsame Kalender. Ja, gibt es. Ich muss noch mal teilen. Der Kalender ist bei meinem Sohn zwar ausgeschaltet, aber Sie können über die Apps den Kalender aktivieren. Galaxy, lassen Sie mich schauen. Wo haben wir die Apps hin? Einstellungen verwalten. Wir gehen in die Android-Apps und haben hier den Kalender. Ja, also es ist sogar aktiviert. Und wenn der Kalender aktiviert ist, dann kann er den Google-Kalender nutzen. Und Sie müssen dann in den Google-Einstellungen den Kalender zusammenführen. Also wir haben einen Familienkalender, da ist mein Sohn noch nicht drin. Den nutzen meine Frau und ich. Und das wird quasi, dieser gemeinsame Kalender wird ja in den Google-Einstellungen des Administrators quasi eingestellt. Und da kann man dann einen Benutzer über die E-Mail-Adresse hinzufügen. Das heißt, ich würde dann dort die E-Mail-Adresse meines Sohnes hinterlegen und dann hat er Zugriff auf den gemeinsamen Kalender. Dafür muss aber die App zugelassen sein. Das ist das Hauptthema. Aber das heißt, das ist im Prinzip dann der Google-Kalender. Genau. Genau. Gemeinsam verwendet. Also ich kann nur sagen, das ist super, super praktisch. Also meine Frau und ich haben das auch. Und genau. Ist damit die Frage von Annegret soweit beantwortet? Ja, wenn nicht, dann bitte weiter posten. Nein, sie nickt. Genau. Sie nickt, okay. Genau. Du hattest gerade aber kritisch geguckt. Ja, ich frage, was ist denn da jetzt der Unterschied zur normalen Kalender-Sharing-Funktion, wo ich ja anderen Gmail-Benutzern auch Kalender... Also ist im Prinzip genau das Gleiche. Genau das Gleiche in grün. Gut, genau. Also dann gibt es bei Apple auch genau das Gleiche, wenn man den Kalender in der iCloud hat, dass man im Prinzip der Familie das auch freigeben kann. Ja, genau. Genau, Kalender teilen. Ja. Gut, ja, das ist jetzt erstmal soweit die Einstellung. Aber wir hatten ja gesagt, wir wollen auch so ein bisschen auch aus der Praxis erzählen. Und die Praxis bei der Apple-Familienfreigabe oder der Funktion ist, dass man mit Zuverlässigkeit sagen kann, dass sie nicht zuverlässig funktioniert. Ist das so? Teilweise, ja. Also wir haben zum Beispiel bemerkt, wenn mein Sohn, also er hat ein Spielkontingent, was er pro Tag an, ich sag mal, spielen darf. Da sind ja alle Spiele mit drin. Und wenn er, ich sag mal, irgendwann nachmittags ein neues Spiel haben möchte, dann kann er ja im App Store dann gucken und dann kann er auch draufklicken. Dann werde ich gefragt, darf er sich das Spiel installieren? Dann kann ich mir gucken, ist das so? Dann ist das Spiel bei seinem Smartphone nicht mehr in diesem Zeitkontingent für den Tag drin. Tja. Das heißt, das neue Spiel könnte er im Prinzip für den Rest des Tages dann spielen, obwohl er nur ein Kontingent von 45 Minuten hat. Aber das Tageslimit gilt trotzdem noch. Nee, das Handy-Limit. Ja, das Handy-Limit, das geht immer noch. Wobei, ich muss sagen, er hat, wie gesagt, das iPhone 5S mit der Version 12. Das ist ja die erste Version, wo die Familienfunktion dazugekommen ist. Mhm. Wie es jetzt mit iOS 13 aussieht, da kann ich noch nichts dazu sagen. Das haben wir noch nicht ausprobiert, weil er, wie gesagt, noch kein iPhone hat, wo das drauf passt. Aber das ist etwas, wo wir auch gemerkt haben, okay, wir haben zwar diese Einstellungen, aber man sollte sich irgendwie als Eltern, und das sage ich auch meinen Eltern, als Großeltern, nicht so auf diesen Einstellungen ausruhen. Ja. Man muss halt einfach immer mal wieder gucken, sich dafür interessieren und sagen, was machst du denn da? Und auch mal gemeinsam auf die Zeiten gucken. Weil das war nämlich auch eine ganz tolle Rückmeldung von meinem Sohn. Er war dankbar, dass wir auch mit auf diese Zeiten gucken, weil er gemerkt hat, dass er das nicht kann. Also, dass er im Spielen so drin ist, dass er den Überblick über die Zeiten verliert. Ja. Und ich finde, das ist auch etwas, was ein Kind noch nicht kann. Also, es geht ja auch sowas wie psychische Reife und kognitive Fähigkeiten und viele dieser Dienste, die sind einfach noch nicht so weit, dass ein Kind eigenverantwortlich im vollen Umfang damit umgehen kann. Da kann ich mich vollumfänglich anschließen, wie der Jurist sagen würde. Vollumfänglich. Ja, gut. Mein Sohn hatte YouTube Kids. Es gab also eine ganze Zeit bei Family Link noch keine Limitierung einzelner Apps. Mhm. Das heißt, es gab nur das Tageslimit für das Handy selber. Ja. Wir hatten in der Woche 3 Stunden. So. Ich guckte dann irgendwie mal nach 1-2 Wochen in die App-Nutzung
und sah YouTube Kids täglich 3 Stunden. Täglich? Ja, täglich 3 Stunden. Und dann haben wir natürlich das Gespräch gesucht und dann habe ich gesagt, ich kann das leider nicht einschränken, weil er sagte direkt, dann gib mir 1/2 Stunde, mir reicht das. Aber ich merke das einfach nicht. Mhm. Ich gucke dann, er hat dann, also wir haben mal nachvollzogen, was er geschaut hat. Das waren wirklich Sachen, also wo ich auch überhaupt kein Problem mit hätte. Ja. Ja. Er hat sich Anleitungen angeschaut von Lego-Dingen, ja, die er sich baut. Also alles ganz angenehm und eigentlich auch so, wo ich sage, okay, aber 3 Stunden sind zu viel, ja, weil da ist ja auch noch Schule, da ist auch Sport, da ist auch noch was anderes und Geschwister und etc. Dann haben wir YouTube Kids tatsächlich gesperrt. Ja. Jetzt gibt es das Limit und jetzt haben wir das auf 30 Minuten und jetzt nutzt das kaum noch. Mhm. Also er nutzt die 30 Minuten immer mal wieder, aber er hatte mir auch zurückgemeldet, dass es gut, dass er dann ein Limit hat, weil er quasi im Gucken oder im Konsumieren es überhaupt nicht merkt, die Zeit. Ja, ja. Ja, aber ich meine, das kennt man ja auch. Also meine Frau sagte auch mal irgendwann mal zu mir, dass unser Computer wäre eine Zeitmaschine. Ich gehe nach dem Abendbrot mal kurz an den Computer und schwupp ist irgendwie Mitternacht. Also das ist irgendwie, das kennt man ja auch selber, wenn man in irgendwas vertieft ist oder sich auf was konzentriert. Oder ein Buch ist ja genauso das genau. Gleiche. Ich meine, wer kann denn ein richtig gutes Buch nur für 1/2 Stunde lesen? Wenn die Atmosphäre stimmt, man irgendwie schön auf der Couch ist oder genau, so, schön genau. Ruhig ist, ja. Da vergisst man ja auch die Zeit. Ja. Und ich denke, das ist was ganz Normales. Absolut. Und das müssen die Kinder lernen. Ja. Und ich finde, da sind die Funktionen sowohl bei iOS als auch bei Android durchaus hilfreich, ja. Um eine gewisse Steuerung zu haben. Und dann muss man eben auch schauen, wie entwickelt man das weiter. Genau. Erweitert man die Zeiten? Wird die App überhaupt noch genutzt? Und solche Dinge. Also auch da Kommunikation, aber wir sind ja beide Sozialarbeiter, wir sind ja da vom Fach. Ja. Kommunikation ist da einfach das A und O. Ja, ja ich denke, das ist auch für die Großeltern, wo viele wenn die Enkel einfach auch da sind, ist es einfach verlockend, weil ich meine, man macht ja als Großeltern mit den Enkeln immer das, was die eigenen Kinder bei einem ja nie durften. Ja, und das heißt, man will den Kindern ja auch was Gutes tun, das ist auch toll und Eltern wie auch Schwiegereltern haben ja auch Sonderregeln und Sonderprivilegien, was sie mit Kindern alles machen dürfen. Das ist ja auch toll, aber trotzdem, bei manchen Sachen hört einfach der Spaß auf. Und vor allen Dingen, wenn ihre Kreditkarte oder eure Kreditkarte damit verbunden ist, oder es wirklich, also man spricht dort von entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalten. Kinder sind einfach auch nicht in der Lage, in einem freien Internet sich souverän zu bewegen. Und Google ist auch keine Suchmaschine für Kinder. Und es gibt auch bei YouTube Inhalte, die sind einfach für Kinder nicht geeignet. Genau. Und das muss man sich halt auch sehen. Da hat man als Erwachsener ganz einfach eine Verantwortung. Ja. Gut, ich würde sagen, wir sind jetzt ja seit einer Stunde jetzt im Prinzip am Reden. Ich würde jetzt gerne mal auch das Wort an David und beziehungsweise auch an euch jetzt mal alle geben. Gibt es da mal Rückfragen oder Berichte oder irgendwas in der Art? Mhm. Ergänzung. Genau, ich bin auch interessiert. Rückmeldungen aus der Gruppe, sonst habe ich natürlich auch Fragen. Also eine fällt mir gerade schon ein. Aber was raus damit? Ja, yes. Vielleicht nicht ganz so schnell. Na gut, wir haben jetzt gesprochen über Beschränkungen, ja, von Apps und Alter und Zeit. Es gibt ja auch positive Aspekte, wo man zum Beispiel, ich weiß das von iOS, Bezahl-Apps, kostenpflichtige Apps im Familienkreis teilen kann und man zahlt nur einmal. Mhm. Ja. Das gibt es bei Android auch, ja. Genau, das sind ja die Familienmediatheken und genau. Das ist, wenn man, das ist bei Google wie bei Android, wie bei iOS, sobald man einfach eine Familie erstellt und können alle Teilnehmer einer Familie auf das zugreifen, was dort auch gekauft wurde, gilt allerdings nicht für In-App-Käufe. Deswegen es nutzen ja immer mehr Leute, dass es dann im Prinzip die App dann richtig teuer per In-App-Kauf ist. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel chefkoch.de irgendwie für 6 € als In-App-Kauf freischalte, dann muss meine Frau sich das auf ihrem iPhone aufmachen. Genau. Das ist bei der Familienmediathek bei Android auch so. Die Familienmediathek findet man bei Android im Play Store.
Da gibt es eine Menüleiste mit meine Apps und Spiele. Das kennen die meisten, die Android nutzen. Und dann gibt es einen Reiter, das kann ich Ihnen aber auch quasi hochstreamen. Moment. Teilen, Bildschirm. So, wir haben hier... Jetzt bin ich in meinem Play Store auf meinem Erwachsenentelefon und habe hier im Play Store oben die E-Mail-Adresse etc. und sehe dann hier Familienmediathek und kann hier diese Apps quasi teilen mit den Familienmitgliedern, die ich in Google, in den tiefen Einstellungen von Google quasi festgelegt habe. Ja, Ehefrau, Kinder etc., sodass wir da nur einmal kaufen und auch teilen können. Das ist durchaus ein Benefit für alle und gibt es auch noch nicht so lange, glaube ich. Also bei Google vielleicht 1-2 Jahre, vielleicht auch 3 Jahre, das weiß ich nicht genau. Nicht, dass jemand von Google mitguckt und mich nachher abmahnt. Wahrscheinlich. Irren ist männlich und menschlich. Also es gibt diese Familienmediathek auch, David. Ja. Gut. Aber man könnte grundsätzlich, also jede gekaufte App könnte man dort reinschreiben. Ja, genau. Das machen Familienmitglieder, die kostenlos nutzen. Genau. So, ich wollte jetzt einfach nahtlos in die iOS-Apple-Beschreibung übergehen. Und hier hat man ja den App Store. Und wenn ich jetzt auf mein Profilbild hier oben draufklicke, habe ich hier den Bereich der Käufe. Und dann habe ich auch hier die, Familienmitglieder mit drin. Und so sieht das dann auch bei den Kindern aus. Und die Kinder, die können dann einfach hier unten, so wie ich jetzt auf den Mustermensch draufklicke, auf mein Bild draufklicken und können sich das, was ich gekauft habe, dann auch einfach herunterladen und nutzen. Mhm. Weiter Fragen? Dann kannst du sagen, wie man die Familienmitglieder da reinkriegt oder ist das jetzt... Bei iOS oder bei... iOS, ja. Wie meinst du mit du? Genau. Tobias. Ja, selbstverständlich, liebe Annegret, kann ich dir das zeigen. Das ist relativ einfach und zwar geht das alles, also alles, was mit iCloud und Familienmediathek zu tun hat. Wenn man in die Einstellung geht, hat man ja oben sein Profilbild mit den Namen und wenn man hier draufklickt, ist mal erstmal falsch, genau. Ich war einen Schritt schon zu weit, genau. Das hier sind die ursprünglichen Einstellungen, genau, und oben ist mein Name und Profilbild, Apple ID, iCloud, iTunes, App Store. Und wenn ich hier draufklicke, habe ich hier unten die Familienmediathek oder die Familienfreigabe. Oben drüber ist dieser Bereich, wo ist, da werden mir alle Geräte angezeigt, die sich in dieser Familienfreigabe befinden. Und wenn ich auf die Familienfreigabe klicke, kann ich dann hier, werden mir hier die einzelnen Mitglieder und Mitgliederinnen angezeigt und ich kann dann hier einfach ein Familienmitglied hinzufügen. Entweder eine bestehende, ein bestehende iCloud-Account oder eben ein für ein Kind neu erstellen, weil Kinder unter, ich glaube, 13 können sich nämlich selbst noch keinen Account bei Apple erstellen, ohne das Alter irgendwie zu manipulieren. Das ist bei Android anders. Ich habe es heute Morgen noch ausprobiert. Kinder können sich quasi bei Android ein Konto, ein Google-Konto anlegen, aber die müssen eine Freigabe von den Eltern bekommen. Okay. Ja, das war auch vor ein paar Jahren noch nicht so. Da ging das, war das wie bei iOS. Jetzt ist es so, dass sich Kinder bis zum 16. Lebensjahr eine eigene Adresse zulegen können, die aber genehmigt werden muss durch die Freigabe der Eltern. Und da müssen die Eltern auch wirklich E-Mail-Adresse und Passwort von Google hinterlegen. Mhm. Und können sagen, bei allen zusätzlichen Aktivitäten aus dem Konto werde ich gefragt bzw. benachrichtigt. Und das geht bis 16 und ab 16 ist das komplett dann frei. Genau. Ja, also da sind wir ganz ähnlich dann wieder. Mhm. Ja. Darf ich nochmal nachfragen zum Teilen von Ressourcen? Also das geht mit den Apps, aber es geht, glaube ich, auch mit dem iCloud-Speicher jetzt in der Apple-Welt. Wenn ein Familienmitglied, wisst ihr das? 2 GB Speicher oder so gekauft hat, dann... Ja, die 5 GB, die gibt es ja normalerweise mit dazu. Oder 2 Terabyte habe ich jetzt gekauft gerade. Und bei den anderen Familienmitgliedern ist es so, die machen auch viele Fotos und haben aber wenig Speicher und dann wäre das ja gut, das auszulagern.
Ja. Und ich glaube, das kann man auch gemeinsam machen. Ich meine, das ist ja generell, ich sag mal, auch so das Tolle an dem Apple-System, das geht bei Android ja ähnlich, dass wenn ich eine Fotogalerie oder auch ein Fotoalbum habe, dass ich das dann auch einfach an einen anderen iCloud-Account freigebe und er die Bilder dann im Prinzip ihm auch zur Verfügung stehen. Das ist mit Google Fotos, genau. Glaube ich, auch. Ich gucke gerade, Google richtig. Foto macht das ja nicht mehr, aber es gibt Google One. Aha. Ja. Das ist quasi das ehemalige Google Drive. Das ist der Cloud-Speicher von Google. Ich gucke gerade wegen der Familienfunktion und tatsächlich ist es so, dass sie den, also ich habe 100 Gigabyte als Cloud-Speicher mir pro Jahr zugelegt und kann den quasi mit der Familie teilen, dass auch die Fotos dort hochgeladen werden und dann in der Cloud auch geteilt werden können. Okay. Ja. Wichtig. Wenn man Fotos hochlädt, hat sie halt Google und kann sie benutzen. Richtig, richtig. Ja. David, soweit? Beantwortet? Ich denke schon, ja, danke. Ja, ich bin die Anne Jäger aus Kassel. Wir haben auch eine Familien-App. So leise? Nee, alles, alles gut. Oder was? Alles gut. Auch alles gut. Für den Raum dort ist es zu leise wahrscheinlich gerade gewesen. Und aber es ist doch so, dass in der Familien-App nur der Administrator was ändern kann, auch wenn ich eine neue Telefonnummer oder Handynummer bekomme. Das kann ich doch nicht selber ändern in der Familien-App. Das kann doch nur der Administrator, der die App angelegt hat, ne? Richtig? Ja, das ist ja der Sinn der Sache, dass eben nur beziehungsweise die Erziehungsberechtigten können das. Ja. Also bei Apple ist das so, macht ja auch Sinn, dass die Kinder das eben nicht selber verändern können. Genau. Und bis zu welchem Alter müssen sich Kinder das gefallen lassen, dass die Eltern immer was sperren? So lange, wie die Kinder ihre Füße unter mein WLAN stecken. Genau. Ja, das ist aushandelbar. Also da muss man gucken, wie man sein Kind erzogen hat. Wenn das Kind schon mit 3 Jahren anfängt zu verhandeln, dann ist es so weit, dass es sie unter den Tisch verhandelt und sagt, hier, gib mir das Telefon, ich mache das alles selber. Nein, es hat viel wirklich mit der Verantwortung zu tun. Wie weit gehe ich, was kann ich zulassen? Sie können ja so Dinge auch freigeben erstmal und gucken, was passiert denn damit. Ja, ja? Grundsätzlich ab 16, glaube ich, was den Datenschutz angeht, sind die Kinder frei. Die können sich ihre Konten anlegen. Richtig. Zahlungsmethode schwierig. Ich meine, ich bin selber Schuldner und Insolvenzberater. Unter 18 Geschäfte tätigen. Weniger. Geht ab 14, aber man kann das durchaus einschränken. Aber ab 16 ist die Welt eigentlich frei für die Kinder. Ja. Also es ist immer schwierig, über Altersgrenzen auch zu sprechen. Ich meine, das ist auch bei Elternabenden immer eine ganz beliebte Frage, wie lang darf denn mein Kind? Das kommt immer auf die Reife und auf die Entwicklung des Kindes an, auf Umstände, ob kann es verantwortungsbewusst damit umgehen und wie der Malte schon gesagt hat, einfach so peu à peu kann man das Ganze ja auch öffnen, immer mehr Freiheiten geben, immer weiter begleiten und dann kann man schauen, ich sag mal, wann man das Smartphone komplett befreit. Genau. Wovon ich allerdings abraten würde, dass auch bis zu einem Alter, im Oberstufenalter, also auch ins spätere Jugendalter, ist die Smartphones und die Geräte über Nacht einfach mit ins Zimmer zu nehmen. Mhm. Weil das ist ein Phänomen, was man an Schulen oft hat, dass die Kinder morgens und die Jugendlichen total übermüdet sind. Es gibt mittlerweile eine Krankheit bzw. eine Diagnose, die heißt Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Und je nachdem, wie viele Messenger und Chats man nutzt, wo auch nachts viel kommuniziert wird, ist einfach diese psychische Unruhe da, dass man einfach nicht mehr entspannen, nicht mehr einschlafen kann, weil man einfach die Angst hat, irgendwas zu verpassen. Und deswegen einfach auch mein Tipp, von Anfang an die Geräte nachts oder abends einsammeln an den zentralen Punkt und nicht mit ins Zimmer mitgeben. Ja. Und wenn man das früh genug anfängt, du dann ist das überhaupt gar kein Problem mehr. Dann verselbstständigt sich quasi das als Routine. Ja. Und dann ist das auch keine Diskussion, die man abends hat. Und wenn ich von befreundeten Eltern das höre, wir haben jeden Abend die Diskussion,
dass das Telefon irgendwo noch im Zimmer ist und wir selber nicht dran denken und uns das später einfällt. Die Diskussion haben wir überhaupt nicht. Ja. Und unser großer, 12-, 13-Jähriger, der macht das quasi den kleinen Geschwistern vor. Die lernen das quasi durch, die kriegen das ja auch mit. Mhm. Und für die werden die gleichen Regeln gelten. Und dann werden eben irgendwann mal da 3-4 Handys liegen. Aber ja, dann liegen sie eben da. Genau, ja. Richtig. Und ich finde, das gehört auch da, diese Grundregeln im Umgang miteinander mit diesen digitalen Medien, das gehört einfach dazu, das zu kommunizieren und gemeinsam im Dialog festzulegen. Auf jeden Fall. Uns hat jemand verlassen. Ja, die Annegret hat sich gerade auch verabschiedet. Wir sind jetzt auch im Endspurt quasi. Gibt es denn noch Fragen, Anregungen, Kritik? Positive Kritik. Okay, dem scheint erstmal nichts zu sein. Ihr könnt euch gerne noch Zeit lassen, auch nochmal was im Chat schreiben, dann David oder an uns alle. Also ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass so viele heute Abend auch hier waren, dass wir auch ja Gespräch hatten, eben nicht nur reiner Vortrag, und möchte auch gerne einladen zum kommenden Donnerstag. Da haben wir nämlich ein spannendes Webinar mit dem Jan Witzer zum Thema Podcasting. Und Podcasts sind auch eine ganz tolle Sache, die Smartphones und Tablets auch betreffen, auch zur Unterhaltung, zum Informationsmanagement. Und der Jan, das ist ein Kollege, der nutzt Podcasts auch zur politischen Bildung. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Ihr seid alle herzlich eingeladen am Donnerstag um 19 Uhr. Sehr schön. Dann würde ich dem David jetzt einfach die Schlussworte und die Abkündigung. Schlussworte ist zu viel, aber ich möchte auch noch unser nächstes Webinar ankündigen. Das wird, glaube ich, auch spannend, nämlich zum Thema Virtual Reality und wie man das für Bildung einsetzen kann. Das ist am Freitag diese Woche um 10. Und vielleicht wieder ein bisschen auch ein Jugend- oder Familienthema ist dann TikTok. Aber das ist erst im November. Ich habe die Links in den Chat reingegeben. Okay. Sehr empfehlenswert. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die rege Teilnahme, und ab spätestens übermorgen wird die Aufzeichnung auch in der Mediathek von smartphoneentdecken.de und EEB virtuell abrufbar sein. Wenn es im Nachklang noch Fragen gibt, dann einfach dort in die Kommentare reinschreiben. Ich werde es beobachten. Ich werde dann auch gerne darauf antworten. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einfach noch einen schönen Abend. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Tschüss. Ciao. Wiedersehen. Danke. Tschüss. So, jetzt habe ich doch geklatscht. Ich wusste nicht.